Hallo zusammen, hier ist wieder Hotella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns nur als Necrolord spielen können, und zwar um einen schicken Ruhestein. Und diesen können wir hier einmal in Maldraxxus im Sitz des Primus uns holen. Das ist die Paktzentrale der Necrolords und hier auf den Koordinaten 52, 40 im Sitz des Primus haben wir einmal die Rüstmeisterin Su Zetai und diese verkauft uns alle möglichen Sachen, wenn wir denn hier Necrolord sind. Und zwar brauchen wir da immer verschiedene Ruhmstufen für und eines der ersten Items, die wir uns kaufen können, ist unser Toy, und zwar Necrolord Ruhestein schimpft sich das Item, kostet uns 750 Mana und soweit ich das recherchiert habe, muss man Minimum Ruhmstufe 11 sein, das habe ich, die wird irgendwie nicht mehr angezeigt, sobald man sie hat, also kann auch sein, dass es mittlerweile aufgehoben wird, im Netz steht, dass man quasi Ruhmstufe 11 haben muss. Kosten 750 Anima. Wir kaufen uns das Ganze. Ich bin eh knapp vom Cap, deswegen kann man uns das doch mal leisten, würde ich sagen. Und das ist eine Ruhestein-Version, einfach so, wie es auch schon bei den verschiedenen Feiertagen in WoW der Fall ist. Da gibt es ja beim Sonnenwendfest einen eigenen Ruhestein, beim Schlotternachts-Event einen Ruhestein, beim Winterhauchfest und so weiter. Und das wollen wir uns mal ausprobieren. Wir können das einmal lernen. Neko-Ruhestein einmal hinzufügen. Und ich habe auch schon gelesen, dass einige dachten, dass es ein Ruhestein hier direkt in die Paktzentrale ist. Nein, ist es tatsächlich nicht. Das ist einfach ein anderer Skin. Und hier habe ich jetzt schon mal ein paar Ruhesteine offen. Ihr seht, da gibt es von allen möglichen Events schon was. Wir fahren mal einen Ticken näher hin und schauen uns die Animation an. Hat natürlich wie alle anderen Ruhesteine dieselbe Abklingzeit. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal aus. Und ihr seht, wir haben hier einen relativ coolen Cast. Erinnert mich so ein bisschen an den Cast mit hier der Fleischform. Wir brechen das mal ab. Ich will mich jetzt nicht wegporten. Und ja, eigentlich eine echt coole Sache. Ich habe mir auch schon ein bisschen umgeguckt. Natürlich gibt es das für die anderen Pakte auch. Wir haben dann noch einen für die Nightfee. Wir haben noch einen für die Koreaner. Und dann gibt es auch einen in Revendress. Der heißt bloß nicht Ruhestein, sondern glaube ich Sündenstein. Genau hier. Ventier-Sündenstein ist aber auch ein Ruhestein. Die müssten alle das gleiche kosten. Hier wird jetzt 2500 angezeigt. Aber die müssten alle 750 Anima kosten. Sobald ich mit meinen Twinks soweit bin, werde ich euch die dann auch mal zeigen. Und ja, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement-Guide, wollte ich schon fast sagen, mit dem kleinen Toy-Guide. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.